Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf der Straße erzählt man sich, dass der Monat schon wieder vorbei ist. Wir wollen dem mal Glauben schenken und das bedeutet, es ist Zeit für meine Monatsfavoriten. In der dekorativen Kosmetik habe ich jetzt nicht so unglaublich viel Neues ausprobiert. Da würdet ihr wahrscheinlich die Produkte dann von meinen letzten Videos hier wieder finden. Aber ein paar Sachen habe ich dann doch neu ausprobiert. Und das eine davon, was ich euch zeigen möchte, ist von Revlon die Lip Butter in der Farbe Berry Smoothie. Ich habe sie gerade nicht auf meinen Lippen. Schön blöd, Anna. Da hätte ich auch drauf kommen können. Aber hier seht ihr noch einmal, wie die Farbe aufgetragen ist. Das ist ein unglaublich sanfter, bäriger Ton, der für den Alltag super geeignet ist. Die Lip Butters sind ja relativ schier, von daher ist es eben auch nicht so eine krasse Farbe. Und ich finde besonders für den Abend, wenn man ausgeht, unglaublich schön, hat auch einen schönen Gloss irgendwie so dabei mit reingemischt. Und ich finde, es wirkt einfach sehr, sehr frisch und daher ist es ein Liebling. Über das nächste Produkt habe ich auch schon ganz häufig gesprochen, weil es nach wie vor einer meiner größten Lieblinge ist. Und zwar ist es von der Garnier der Roll-On. Das ist so ein ganz leichter Concealer, würde ich fast sagen, für unter die Augen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich habe eigentlich keine dunklen Augenbereiche, also Augenschatten oder so, zum Glück. Von daher reicht mir wirklich so die geringste Deckkraft überhaupt. Aber manchmal, wenn ich weniger gut schlafe, dann ist es halt schon schön, irgendwas zu haben. Und die sind unglaublich ergiebig. Ich habe das ungefähr schon seit einem halben Jahr und es wird einfach nicht leer. Gut für mich, weil ich es wirklich täglich benutze und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der wirklich nicht diese, wirklich, jetzt sage ich das so häufig. Nächstes Produkt ist einmal von Maybelline der Fit Me Concealer. Da ich für meine Unreinheiten und für meine Augenpartie immer zwei verschiedene Produkte benutze, nie das gleiche oder dasselbe, habe ich eben auch für meine Unreinheiten ein anderes Produkt. Ich habe den in der Farbe 20, was mir jetzt für meinen jetzigen Hautteint eigentlich ganz gut passt. Wenn ich aber ein bisschen blasser bin, dann ist mir der fast schon zu dunkel. Da müsst ihr mal schauen. Ich finde die Farbauswahl jetzt nicht so gut, aber der passt jetzt im Moment und unglaublich guter Concealer, der ist sehr cremig, trocknet aber schnell. Ich trage ihn mir dann immer auf die Unreinheit auf, lasse es ein bisschen so da einfach einwirken, eintrocknen eigentlich und verteile erst dann erst, weil es gibt so mit die meiste Deckkraft, die man von dem Produkt eigentlich rausholen kann. Nächstes Beauty-Produkt ist einmal ein Lidschatten. Ich verwende eigentlich relativ selten Highlighter, aber um die Augen herum, so wie in die Innenwinkel oder an den oberen Brauenbogen, mache ich mir eigentlich immer so eine etwas hellere Farbe, damit das Auge einfach frischer aussieht. Hierfür verwende ich einmal von Cosmetic Cosmo den Lidschatten in Edelweiß. Das ist so ein richtig schöner Elfenbeinton, so ein bisschen in die beige Richtung, würde ich fast schon sagen, aber sehr, sehr hell. Hat keinen Glitzer und kein Glänzen, also ist ein matter Lidschatten und ich finde, das ist auch für solche Bereiche wie zum Beispiel den Innenwinkel im Auge einfach ein schöner Ton ist, wenn er matt ist. Mein letzter Favorit in der dekorativen Kosmetik ist ein kleiner Ranzbeutel. Es ist einmal der Beauty Blender und ich kriege ihn einfach nicht sauber. Also ich weiß nicht, ich habe das wirklich schon mit allen versucht. Meine ganzen Pinsel reinige ich immer mit Baby-Shampoo, weil ich einfach finde, dass es am effektivsten ist. Also ich mag diese ganzen Reiniger nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt jemand besser damit klar. Für mich reicht einfach ganz normales Baby-Shampoo. Aber das Ding hier, das kriege ich einfach mit gar nichts sauber. Ich weiß nicht, woran das liegt. Habt ihr einen Geheimtipp oder so? Dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Kommen wir nun zu den Pflegeprodukten. Da habe ich zwei alte Produkte und ein neues Produkt für euch. Aber diese zwei alten Produkte sind meine unglaublichen Lieblinge, von daher muss ich sie nochmal erwähnen. Das erste Produkt, das ist einmal von der Vichy aus der Aqualia Thermal-Reihe und das ist die Hautcreme. Ich habe euch schon in meinem letzten Monat erwähnt, wie unglaublich gut sie mir tut. Sie versorgt meine Haut einfach mit so viel Feuchtigkeit. Ich glänze aber nicht und ich kriege davon keine Unreinheiten, was bei mir nicht ganz selten ist von einer Creme oder von irgendwelchen anderen Produkten. Von dem nächsten Produkt habe ich auch schon super häufig geschwärmt. Das ist einmal von The Body Shop, die Moringa Body Butter. Absolutes Liebling. Ich habe damals schon gesagt, das riecht für mich nach Kindheit. Ich weiß einfach nicht, was es ist, was mich daran erinnert. Aber meine Schwester hat sie mir damals gekauft und ich liebe dich dafür. Danke.
Das letzte Produkt aus dieser Kategorie ist in dem Sinne keine Pflege, aber ich glaube, sie passt am besten in diese Kategorie. Und zwar habe ich ein neues Parfüm. Ich habe ja schon vorher immer über das Boss Orange gesprochen, was ich verwendet habe. Das ist alle gegangen und jetzt habe ich ein neues. Und zwar ist es von Miss Dior, das Blooming Bouquet. Unglaublich schöner Duft. Er ist sehr erfrischend, sehr fruchtig, sehr leicht. Was auch natürlich dazu führt, dass es nicht so lange hält. Was ich ärgerlich finde, Dior-Düfte sind nicht günstig. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist das, womit ich hier schon die ganze Zeit so rumfuchtel, meine blöde Angewohnheit, das mache ich echt in jedem Video. Ich kann es nicht lassen. Auf jeden Fall das erste, was ich euch zeigen möchte, sind einmal meine Ringe. Ich liebe in letzter Zeit so eine Mischung aus goldenem Schmuck mit so türkisen oder blauen oder grünen Steinen. Ich finde, diese Kombo ist wirklich unschlagbar und ich finde gerade im Sommer, wenn man so ein bisschen gebräunte Haut hat, dann ist es wirklich eine unglaublich schöne Kombination. Wo wir schon bei diesem Gold-Türkis-Blau-Grün-Thema sind. Das nächste Produkt ist hier so ein Armband, was ich bei Bijou Brigitte gekauft habe. Werde ich euch unten, wie gesagt, auch nochmal hinschreiben. Es ist einfach so ein, ja, relativ schlichtes Armband eigentlich, wo so goldene Steinchen, so gold-bronzefarbene Steinchen drin sind. Und trage ich unglaublich gern mit meiner goldenen Casio-Uhr. So in der Kombination finde ich es echt schick und ja, auch ein Favorit. Mein vorletzter Favorit sind einmal diese Schuhe hier. Die habe ich bei H&M gekauft. Ich finde sie unglaublich cool. Also die sind nicht teuer. Die haben innen drin so eine Neonfarbe, was das Ganze echt so ein bisschen aufpeppt, auch wenn man das nicht häufig sieht. Aber man weiß, dass es da ist. Und die haben so blau-weiße Streifen und unten dann dieses, ja, wie nennt sich das denn? So dieses Strohseil-Ding-Gewebe-Imitat. Mein letzter Favorit wird für euch ein Lied sein, so wie ich das schon die letzten Monate gemacht habe. Und viele von euch freuen sich darüber. Und ich freue mich natürlich darüber, dass ihr euch die Lieder auch anhört und mir unten dann hinschreibt, dass ihr das entweder auch mögt oder dass ich mega spät dran bin und dass es das Lied schon seit Jahren gibt. Ich finde aber, auch wenn es das Lied schon länger gibt, macht es das Lied an sich ja nicht schlechter, oder? Von daher mein aktuelles Lieblingslied, was ich euch hier einmal hinschreiben werde. Und natürlich zum Reinhören in die Infobox setzen werde, damit ihr das nachhören könnt. Und das war's von meinen Favoriten. Also ihr Lieben, das war's wirklich von meinen Favoriten und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mich in den Kommentaren wie immer wissen, was ihr diesen Monat bzw. letzten Monat super gern hattet und ganz, ganz toll fandet. Ich bin momentan jetzt zu diesem Zeitpunkt im Urlaub und hoffe, dass es mir dort gefällt. Werde euch dann in 2 Wochen ein kleines Video zeigen, wo ich ein paar Ausschnitte reinsetze. Ich hoffe, euch interessiert sowas, aber mal schauen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer zahlreich versammelt bei dem nächsten Video und bis dahin alles Liebe. Ciao.